Ich wurde von Tobi from Warhouse Studios nach Prag eingeladen, um viele Orte aus Kingdom Come Deliverance 1 und 2 in echt zu sehen und natürlich das Warhouse Game Studio zu besuchen und hatte damit die Chance, viele neue Infos über KCD2 zu bekommen. Das habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen, also schnell zum Flughafen und mit diesem Flugzeug, ach nee, Moment, das ist ja das Falsche, mit diesem Flugzeug in Richtung München gestartet. Da kurz ein Wiener Schnitzel verdrückt und weiter ging es nach Prag. Dann noch schnell mit dem Uber in die Prager Innenstadt und rein in die heiligen Hallen von Warhorse. Hier haben Tobi und Koga schon gewartet und Starion kam kurze Zeit später mit dazu. Damit waren wir komplett und konnten mit der Besichtigung des Studios beginnen. Und übrigens haben Koga und Starion auch jeweils ein Video zu der Reise gemacht und die findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Im Studio filmen zu dürfen war ein absolutes Privileg und wir haben sehr viel gesehen. Zum Beispiel eine Wand mit Preisen und einem silbernen YouTube-Play-Button, einen rostigen mittelalterlichen Handschuh und ganz unscheinbar im Hintergrund die Kingdom Come Deliverance 2 Collectors Edition. Die durften wir nämlich auch auspacken und inspizieren und natürlich kann ich euch das jetzt hier nicht zeigen, aber ich kann euch sagen, dass die jeden Cent dreimal wert sein wird. Und dann hat Starion ein Schild gefunden und mit Koga ein bisschen gebattelt. Und dann hat Starion ein Schwert gefunden und mit Tobi ein bisschen gebattelt. Und dann waren wir noch im Motion Capturing Studio, wo die ganzen Animationen des Spiels aufgenommen wurden und es ist echt schon beeindruckend zu sehen, was aus einem eher kleinen Studio werden kann, wenn man sein Herz und seine Seele in die Spiele steckt. Und dann hat Stario nochmal ein Schwert gefunden und seine Schwertkampfposen gemacht. Und abschließend waren wir dann noch auf der Dachterrasse mit einem wunderbaren Blick über Prag. Natürlich haben wir noch so viel mehr gesehen, Mitarbeiter getroffen und von diesen auch viel direkt an ihren Arbeitsplätzen von KCD2 gezeigt bekommen. Aber wie ihr sicher verstehen könnt, kann ich davon natürlich nichts zeigen. Alles, was ich aber gesehen habe, von dem 3D-Charakter bis hin zu einer Mitarbeiterin, die gerade per Hand ein kleines mittelalterliches Ornament gemalt hat, hat mir gezeigt, dass sich das Warten auf den Release zu 110% lohnt. Wir sind dann noch zu Yip, einem Supermarkt, gefahren und haben gottlose Mengen an Fleisch und anderem Zeug zum Essen gekauft, um damit am Abend bei Tobi noch grillen und den Tag ausklingen lassen zu können. Der zweite Tag hat uns erstmal mit Regen begrüßt, was uns aber nicht davon abgehalten hat, nach Malezhov zu fahren. Hier gibt es nämlich einen kleinen befestigten Turm, der auch in Kingdom Come Deliverance 2 vorkommt und besucht werden kann. Bewacht wurde der Turm von einem sehr alten Ehepaar, die, wie sich später herausstellte, die Eltern des Besitzers waren und die uns eine kleine Führung um und in den Turm gegeben haben. Denn da gab es ein ganz kleines Museum drin und da wurde mit viel Liebe zum Detail die Geschichte von diesem Turm festgehalten und versucht zu erzählen. Dann war es aber soweit und wir waren in Kuttenberg am Dom der Heiligen Barbara, den man ja auch aus dem KCD2 Announcement Trailer kennt. Und der Dom und auch die Stadt waren wirklich wunderschön und es ist auf jeden Fall empfehlenswert, da mal einen Trip hinzumachen. Und Tobi hat parallel auch immer reichlich Infos gedroppt und vom Dreh des Trailers vor Ort erzählt. Was aber leider nicht so krass gedroppt wird, sind Klicks auf den Abo-Button. Ich find's super, dass euch die Videos so gut gefallen und auch viele neue Zuschauer die Videos sehen. Schade ist nur, dass 88% von euch nicht abonniert haben. Wenn euch das Video also gefällt, denkt doch darüber nach, kurz unter dem Video zu abonnieren. Support ist kein Mord. An einer Wand waren die verschiedenen Baufortschritte des Doms zu verschiedenen Zeiten ausgestellt und hier habe ich mal für euch hervorgehoben, was denn zu der Zeit, in welcher das Spiel spielt, schon fertig war und was wir da wohl im Spiel auch sehen können. Nach dem Dom ging es dann in ein recht uriges Restaurant direkt an den Weinbergen und nach hartem Grübeln, was man denn jetzt nehmen sollte, wurde die Tafel reich mit einem Trog voll Rinderbrühe und Bergen von Würzfleisch mit Rotkohl und Klößen gedeckt. Wir sind dann noch weiter durch Kuttenberg geschlendert, unter anderem zum heutigen Rathaus, in welchem früher das Silber gelagert wurde und das man natürlich auch in KCD2 finden wird. Danach waren wir noch an der Pestsäule, einem großen Brunnen, an dem die Leute sich früher Wasser holen konnten und in einem großen gepflegten Park, bevor wir uns dann zum nächsten Kingdom Come Deliverance Schauplatz aufgemacht haben, Rathai. In Rathai sind wir einmal die Straße abgelaufen und haben vieles aus dem Spiel wiedererkannt. Wie zum Beispiel den Weg, den Henry hochläuft, wenn er das erste Mal in der Stadt ist, die Kirche oder die Burg Pirchstein.
Anschließend sind wir an Burg Theilenberg vorbei, durch die Landschaft gefahren und standen beim Kloster von Sasau vor verschlossenen Toren, da es leider mittlerweile recht spät war. Wir haben uns deshalb entschlossen, nach Prag zurückzufahren und bei Nacht zuerst die Karlsbrücke zu besuchen und anschließend noch die hochgelegene Prager Burg zu besichtigen. Nach über 14 Stunden sind wir dann erschöpft, aber super happy in die Pofe gefallen. Am nächsten Tag hat uns Tobi erstmal in ein Frühstücksbistro, das recht gut versteckt lag, untergebracht und gefühlt die ganze Karte bestellt. Nach dieser Stärkung haben wir uns dann auf den Weg nach Burg Trosky gemacht. Als diese in Sicht kam, haben wir erstmal angehalten, ein Eis gesnackt und Fotos gemacht und sind dann hoch zur Burg gefahren. In der Burg selbst ging es erstmal durch ein Holztor in eine Art Vorburg, den sogenannten Zwinger, und anschließend in den Hauptteil selbiger. Kurz die Fahne der Berghof hochgehalten und dann wurde der erste Turm bestiegen. Rund um die Burg herum liegt das Naturschutzgebiet Böhmisches Paradies und die Landschaft war wirklich wunderschön. Leider war die letzte Treppe hoch zum Turm wegen Bauarbeiten gesperrt, trotzdem war der Ausblick aber umwerfend. Der Turm auf der anderen Seite ist grundsätzlich nicht begehbar, aber die steinernen Überreste eines Hauses sind durch eine kleine Wendeltreppe besteigbar. Damals gab es natürlich noch Gebäude und andere Bauten aus Holz in der Burg, die in Kingdom Come Deliverance 2 vorhanden sein werden und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze im Spiel aussehen wird. Nach der Burg haben wir uns noch etwas im eben bereits erwähnten böhmischen Paradies umgesehen und waren an dem See, in dem Henry und Hans im Trailer baden gegangen sind oder es zumindest irgendwie vorhatten. Wir waren dann noch in dem kleinen Ort Sobotka und haben dort noch zum Mittag einen ultra leckeren Cheeseburger verdrückt, bevor wir zurück zu Tobi gefahren sind und den Tag mit Switch spielen und Pizza haben ausklingen lassen. Am vierten und letzten Tag haben wir erstmal Kurga und Starion zum Zug in den historischen Prager Hauptbahnhof gebracht und da mein Rückflug erst später ging, hatte ich dank Tobis Freunden noch die große Ehre, das Wargaming Studio besuchen zu dürfen und als begnadeter World of Warships Spieler war das genau wie Warhorse vorher für mich wieder ein Ort, wo die Magie passiert und an dem diese fantastischen Spiele erschaffen werden. Gut ausgerüstet mit Merch und einem abschließenden Besuch auf der sehr schön gestalteten Dachterrasse haben mich die beiden dann zum Flughafen gefahren und ich habe die Heimreise angetreten. Und die 4 Tage sind viel zu schnell umgegangen. Vielen Dank an Tobi und auch an seine Freundin für die Einladung und diese absolut geilen 4 Tage in Prag und Umgebung. Ich werde auf jeden Fall sehr gerne wiederkommen. Wie immer an dieser Stelle danke auch an alle Kanalmitglieder. Gehabt euch wohl, euer Pfister. Ciao.